Hi Freunde, mein Name ist Johannes und ich bin ein großer Freund von AER und möchte heute mit euch darüber sprechen, warum auch ihr euch überlegen solltet, einen AER-Verstärker zuzulegen. Und zwar spreche ich heute mit euch über diesen kleinen Kerl. Das ist der AER Alpha. Der AER Alpha ist ein kleiner, aber sehr, sehr mächtiger Amp. Er ist sehr, sehr handlich, sehr, sehr leicht und, was man natürlich nicht vergessen sollte, komplett in Deutschland gebaut. Hier haben wir einen 40 Watt 8 Zoll Twin Cone Speaker in einem kleinen Cabinet, aber falls ihr, wenn ihr ein Instrument habt, was ein bisschen mehr Low-End braucht, könnt ihr auch den AER Alpha Plus kaufen, der ist ein wenig größer. Und jetzt kommen wir mal oben zum Bedienfeld. Wir haben zwei Inputs, einmal einen Kombi-Input, wo ihr mit einem XLR-Kabel, mit einem Mikrofon zum Beispiel reingehen könnt. Wenn ihr ein Kondensatormikrofon habt, sind da auch die 48 Volt Phantomspeisung direkt anliegend. Habt nochmal einen separaten Klinkeneingang, den ihr hier getrennt gainen könnt. Wir haben einen Dreiband parametrischen EQ, einen eingebauten Hall und einen Color Switch. Der macht folgendes, und zwar cuttet er ein wenig die Mitten raus, nimmt die Höhen rein, was ganz praktisch sein kann, wenn man Fingerstyle-Gitarre spielt oder so, das ist ganz cool. Das demonstriere ich euch gerade mal, so ist ohne den Color Switch. Jetzt betätigen wir den einmal. Das ist der Color Switch. Kommen wir zum Hall. Der gefällt mir persönlich sehr gut. Kommen wir zu der Rückseite von dem Amp. Der AER Alpha hat zum Beispiel einen Line-Out, mit dem ihr eine DAW anfahren könnt oder einen anderen Speaker. Ihr habt einen Headphone-Out, mit dem ihr mit einer E-Gitarre auch Nachbarn schonend üben könnt. Ihr habt einen Effekt-Loop, in dem ihr eure Effekte zwischen den Preamp und den Power-Amp schalten könnt. Es gibt einen Tuner-Ausgang und es gibt einen Foot-Switch, mit dem ihr den Hall zu- oder ausschalten könnt. Und nicht zu vergessen, für eure Live-Gigs könnt ihr mit dem High-Class DI-Out von Neutrik auch garantiert jeden Front-of-House-Menschen glücklich machen. Ja, Freunde, that's it. Das ist der AER Alpha. Und wie schon gesagt, falls ihr ein größeres Cabinet braucht für euer Instrument, was ein bisschen mehr Low-End braucht, dann könnt ihr euch natürlich auch den AER Alpha Plus zulegen. Wie ihr seht, ein bisschen größeres Gehäuse. Ja, und vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch viel Spaß mit eurem AER-Verstärker und bis bald.